Ja, wir wollen Sie grüßen draußen an den Schirmen, am Internet zu unserem Thema Unbeirrbar, was trieb ein Leipziger Professor in die Wüste? Wir haben ja 3 Vorträge gehabt jetzt über das Thema Zuverlässigkeit der Bibel. Ist der Text, den wir heute haben, wirklich der originale Text? Ist der Text der Bibel wirklich zuverlässig überliefert worden? Das soll heute Abend unser Thema sein. Ich dachte so an meine Zeit in Paris. Ich lebte mal ein Jahr in Versailles und da gibt's diese Bouquinists. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal an der Seine diese Buchhändler gesehen haben. Und bei den Bouquinists, da gibt's jede Menge alter Sachen. Auch alte Papiere, alte Bücher, alte Zeitschriften. Und ich kriegte irgendwie so einen Stapel alter Zeitschriften von etwa aus dem Jahr 1900 in meine Hände. Und zum Spaß kaufte ich sie für ein paar Francs damals noch. Ja, und habe dann fleißig die Anzeigen studiert über Zahnpasta von 1900 und so weiter. Ganz lustig, ich habe sie noch bei mir auf dem Speicher liegen, also quasi so illustrierte im Format von Reader's Digest von 1900. Man sah allerdings schon deutlich, dass nach etwa 100 Jahren doch der Zahn der Zeit an diesen Illustrierten genagt hatte. Das war also kein Papier, was irgendwie die Jahrhunderte überdauern sollte. Und ich vermute, wenn sie noch 100 Jahre auf meinem Speicher liegen, dann sind diese alten Illustrierten zu Staub vermodert und zerfleddert. So schlecht ist unser heutiges Papier. Nun, darum geht's heute Abend. Wie lange kann man eigentlich Papier aufheben, bevor es zerfleddert und vermodert? Und wie ist denn eigentlich der Text der Bibel, der ja angeblich 2000 Jahre alt sein soll, insbesondere der vom Neuen Testament, in unsere Hände geraten? Und das hat viele Menschen bewegt, auch diesen Professor, der in die Wüste zog, um dort die Bibel zu finden. Ein anderer Besuch in Frankreich hat mich nach Burgund mal gebracht, in die Nähe von Dijon, Alise Sirens, kennt vielleicht jemand. Dort haben die Franzosen den Galliern ein riesiges Museum gebaut. Also es gibt ja nicht nur Asterix und Obelix in Gallien, sondern es gab auch tatsächlich den Gallischen Krieg von Julius Caesar im Jahre 50 vor Christus. Und man hat dort ein riesiges Museum in der Ebene gebaut, was den letzten Kampf der Gallier mit Vercingetorix schildert in allen Einzelheiten. Und das stammt aus dem Buch Der Gallische Krieg. Und jetzt dürft ihr mal raten, von wann die ältest bekannteste Abschrift des Gallischen Kriegs von Julius Caesar stammt. Wer diese Tage gut aufgepasst hat, weiß es schon. Das war ein Vortrag von Stefan. Die ist nämlich aus dem Jahr 900 nach Christus, also ganze 900 Jahre nach dem Gallischen Krieg, 950 Jahre nach dem Gallischen Krieg. Und die Frage ist natürlich, kann man überhaupt auf so einen schlecht überlieferten Text ein riesiges Museum bauen, wo man den ganzen Gallischen Krieg nochmal abrollt, um ihn den Menschen als historisch zu präsentieren? Ja, man kann. So macht man es in Alise Sirene in Burgund. Nun, um diese Situation zu verbessern für die Bibel, da hat es fleißige Gelehrte gegeben, die an diesem Problem gearbeitet haben. Wir haben schon über die Archäologie von Keilschrifttäfelchen und anderen Dingen gehört, aber heute geht's um Handschriften, die tatsächlich in Buchstabenschrift in Griechisch aufgeschrieben worden sind. Und weil der Vortrag über die Wüste handelt, ich habe einen Vers dazu gefunden aus Jesaja 55, Vers 10 und 11, das ist ein Vers, der eben sicher auch etwa 2800 Jahre alt ist. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und dem Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist eine Verheißung, die Gott in seinem Propheten Jesaja hat aufschreiben lassen über sein Wort allgemein. Das Wort Gottes ist kein normales, menschlich gesprochenes Wort, sondern es geht aus auf die Erde und es befruchtet, befeuchtet die Herzen der Menschen. Es kommt nicht leer zurück. Man merkt, dass es lebendig ist. Und so hat Gott auch neben der Wirkung seines Wortes über die Handschriften gewacht. Er hat viele Hebel in Bewegung setzen lassen. Viele Menschen haben für die treue Überlieferung der Handschriften gesorgt und darüber werden wir heute Abend hören. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen. Mitte des 19. Jahrhunderts ein leipziger Professor mitten in der Wüste.
Was trieb ihn dahin? Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam dieser Frau heute nachgehen und Sie am Anfang gleich mit auf die Reise nehmen. Am 12. Mai 1844 startete der Trek in Kairo. Mit ihm unterwegs 4 Beduinen, einen davon der Anführer der Truppe, und 4 Kamele. Das Reiseziel ist die Halbinsel Sinai. Sie sind von Kairo aus gestartet. Es geht quer durch Ägypten nach Suez. Und dort machen sie eine kurze Pause. Und von Suez aus ist dann das Ziel im Süden der Halbinsel Sinai, mitten in den Bergen, das Katharinenkloster. Wie sieht so ein Reisetag aus? Nun, für unsere Jugendlichen schwierig, denn weit vor Sonnenaufgang muss man aufstehen. Wenn die Sonne über den Horizont scheint, geht's los, die Wanderung. In der Regel ist zwischen 10 und 11 Uhr Schluss, weil die Hitze einfach unerträglich ist. Mittagspause, Zelt aufbauen und vor der Sonne flüchten, denn 35 Grad Celsius und mehr sind tagsüber das Normale in der Wüste. 16 Uhr geht's weiter und der Professor schrieb, dass man manchmal bis Mitternacht unterwegs war. Also dann eine kurze Nacht. Und das Ganze läuft nun schon 11 Tage. Essen und Getränkevorräte sind aufgebraucht. Sie hatten sich etwas verkalkuliert. Ein Glück, dass das Ziel schon ganz nah vor Augen ist. Das Ziel, hier sehen wir das Bergland. Und sie marschieren dann so ein schönes Tal hier hinein in das Bergland. Und ganz am Ende eines Tales ist dann ihr Ziel. Doch lassen wir den Reisenden einmal selber sprechen, was er so aufgeschrieben hat. In der Nacht lag ich immer unter freiem Himmel. Ein Schaffell, ein Pelz und eine große wollene Decke bildeten das Bett, umstellt von meinen Reisekoffern. Dicht daneben meine schwer geladene und zum Abschuss fertige Doppelflinte. Vielleicht eine der sehr häufigen Schlangen, deren Biss größtenteils nach etlichen Stunden tödlich wirkt, einen ankriechen kann, das verstehst du. Zwei solcher Schlangen, die, wenn sie die Beduinen sehen, mit einem fürchterlichen Geschrei empfangen, haben wir dort erlegt. Eine davon mit 2 Pistolenschüssen. Wolfsgeheul, das hörten wir öfters, denn die Wüste ist nicht armen Wölfen und Hyänen. Dazu kommen Ameisen und Fliegen. Ja, die machen einem auch manche Pein. Stunden nach dem Einschlummern wache ich auf. Über mir der schön gestirnte Himmel, neben mir die schlafenden Beduinen, in der Ferne die weidenden und brüllenden Kamele. Außerdem, ich merk's wieder, mitten in der schauerlichen Wüste. Auf dem Rückweg hat er dann sogar noch einen fürchterlichen Sandsturm auszustehen, wo sie also doch schon nah dran waren, zu denken, es ist das letzte Stündlein. Aber inmitten all dieser Gefahren blieb er ruhig. Er schrieb selbst, dass er sich immer in den schützenden Händen seines himmlischen Vaters geborgen wusste. Nun, warum nimmt unser Leipziger Professor solche Strapazen auf sich? Ist Abenteuerlust? Ist Reiselust? Es heißt ja, der Sachse liebt das Reisen sehr. Aber das war's nicht, wenngleich er schon einen ganz schönen Faible haben müsste für Abenteuer. Aber dieser Mann lebt in einer verrückten Zeit, zumindest was die Theologie betrifft. Die theologische Ausbildung, auch in Leipzig, erlebt einen Umbruch. Man bezeichnet das Jahr 1835 als das große Revolutionsjahr der modernen Theologie. In jedem Jahr brachte ein gewisser David Friedrich Strauss ein Buch auf den Markt. Und zwar hieß es Das Leben Jesu kritisch bearbeitet. Für die einen eine Revolution in der theologischen Ausbildung, die bis heute ihre Spuren hinterlässt. Für andere wirkte es wie ein schreckliches Erdbeben. Förderte es doch enorm die Bibelkritik und auch die Kritik am christlichen Glauben. Ja, von der jungen Frauengeburt bis zur Auferstehung Jesu wurde vieles geleugnet. Die Wunder, die Jesus tat, die in der Bibel beschrieben sind, sie wurden ganz schnell ins Reich der Sagen und der Psychologie geschoben. Eine Trennung zwischen Glauben und Wissen wurde hergestellt und in den kommenden Jahrzehnten immer weiter betrieben. Ja, manche Lehrer und Schüler waren von dieser neuen Theologie begeistert, aber ganz anders sah es bei unserem Reisenden aus und er war da überhaupt nicht allein.
In solchen Vorlesungen erlitt er doch schwere geistliche Kämpfe. Nun sei er endlich vorgestellt, unser Reisender. Ein Foto aus der jungen Zeit. Es ist der im wunderschönen vogtländischen Lengenfeld am 18. Januar 1815 geborene Konstantin Tischendorf, später von Tischendorf. Tischendorfs Vater war Gerichtsarzt und ich habe auch gelesen, dass seine Familie in Greiz eine Mühle betrieb, und zwar eine Papiermühle. Ja, normalerweise, wenn man ein Junge ist, dann wandelt man in den Spuren des Vaters. Doch Tischendorf wählte einen anderen Weg. Er ging zunächst aufs Gymnasium nach Plauen und in diesem Gymnasium, das erst Zeit seines Lebens immer eng verbunden blieb, ja, da wurde ihm die Liebe zur griechischen Sprache beigebracht. Es zeigte sich, dass Tischendorf ein außergewöhnlich begabter Schüler war, vor allen Dingen was Sprachen betraf. Und wen wunderte es, dass er dann zu damaliger Zeit verständlich nach Leipzig an die Uni ging, um dort Theologie zu studieren. Aber nicht nur Theologie, er schrieb sich nebenbei auch noch in Philologie ein. Und das Nebenfach bescherte ihm bereits im Alter von 23 Jahren seinen ersten Doktortitel. Ja, wie er diesen Weg geht, das darf ich Ihnen auch sagen, seine Eltern standen voll hinter ihm. In Leipzig begeisterten ihn vor allem die Vorlesungen von einem Herrn Georg Benedikt Wiener. Er lehrte dort über das Neue Testament und mit dem war er voll auf einer Wellenlänge und hat sehr, sehr vieles auch von ihm gelernt. Hier haben wir mal ein Foto von ihm, einen kurzen Lebensabriss. Und Wiener war durchaus ein wichtiger Dozent in Leipzig. Immerhin hat er 2 Jahre lang das Rektoramt der Universität Leipzig geführt. Wie ich schon sagte, gehörte Tischendorf zu jenen Schülern und später auch zu den angestellten Lehrern der Uni Leipzig, die der Bibel uneingeschränkt Vertrauen schenken. Ja, nun hatte er seine Auseinandersetzung. Wie soll man jenen Theologen begegnen aus seiner Sicht, die die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes, nämlich die Auferstehung Jesu, leugnen? Was macht der christliche Glauben für einen Sinn ohne Auferstehung Jesu? Wo ist dann noch das Ziel im Glauben? Wo ist die Hoffnung, die uns erfüllt? Wie soll man mit denen umgehen, die das Neue Testament als ein Märchenbuch abtun? Hinzu kam, dass er noch schwer zu tragen hatte, weil er auch verspottet wurde. Er sei rückständig, wäre gestrig. Ja, und der Vorwurf, den er auch auf sich nehmen musste, beziehungsweise die Leute, die auch an die Bibel festhalten, war, sie würden nicht wissenschaftlich arbeiten. Immer wieder hörte Tischendorf dann von aufgeklärten Theologen, dass das vor allem das Neue Testament der Bibel schlecht überliefert sei. Man hätte es im Laufe der Jahre mehrfach geändert, umgeschrieben und gefälscht. Kann man so einer Bibel dann noch vertrauen? Nun, ich werde hier an das Gespräch erinnert, was Jesus vor 2000 Jahren mit Pilatus führte. Pilatus ist der Statthalter von Jerusalem oder damals von Judäa. Und die Ausgangssituation war folgende, dass der Hohe Rat der Juden Jesus eigentlich zum Tod verurteilt hatte. Aber sie konnten diese Todesstrafe nicht ausführen, weil sie unter römischer Besatzung standen. Und so musste dann der Statthalter dieses Urteil sprechen. Er führte ein Gespräch mit Jesus und als Jesus davon sprach, dass sein Königreich nicht von dieser Erde sei, stellte ihm Pilatus eine logische Frage. Wir können es hier nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 18, die 2 Verse 37 und 38. Also bist du doch ein König, sagt Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das schon? Und er ging raus zu den Anklägern. Das war nicht sein Ding, über Wahrheit nachzudenken. In seinem Innern lachte er vielleicht über diese komische Frage. Wahrheit, was ist das schon? Es war damals nicht viel anders als heute. Es geht doch alles bloß mit Korruption, mit Schmiergeldern oder mit Manipulationen umzusetzen. Wir würden heute vielleicht noch dazufügen oder mit Doping. Und in unserer heutigen Zeit beschäftigt uns noch so ein neues Wörtchen, Fake News.
Und wer will dann noch erkennen, ob die Information, die man bekommt, wahr oder falsch ist? Also Wahrheit, Quatsch, war Pilatus' Meinung. Aber Pilatus merkte auch, dass diese Anklage gegenüber Jesus auch so eine Art Fake News war. Er versuchte, das von den Juden geforderte Urteil abzuwenden. Er wollte Jesus nicht umbringen. Aber, obwohl ihn sein Gewissen sagte, dass es falsch ist, er wusch dann auch öffentlich die Hände in Unschuld. Und trotz seines besseren Wissens zieht er am Ende das durch und lässt Jesus auspeitschen und kreuzigen. Warum macht er das? Sind es politische Erwägungen? Hat er Angst? Oder macht er es einfach wegen des Drucks, der von außen auf ihn einströmte? Als Tausende schrien auf der Straße, kreuzige diesen Jesus. Jedenfalls gab Pilatus nach. Und so triumphierte am Karfreitag die Lüge in ihrer ganzen Dunkelheit. Aber am Sonntag zu Ostern kam dann das Licht wieder zum Vorschein. Ja, wie verhielt sich Jesus den Abend vor seiner Hinrichtung? Er sagte wenig. Und in diesem kurzen Vers, den wir hier dran haben, sind drei Dinge in komprimierter Fassung wiedergegeben. Nämlich erstens sagt er, dass er in die Welt gekommen ist. Er ist für die Wahrheit eingestanden. Und drittens, dass jeder, dem es um die Wahrheit geht, auf Jesus hören möchte. Ja, neben der Frage des Pilatus, was ist Wahrheit, tauchen bei Ihnen vielleicht auch zwei nachvollziehbare Fragen auf. Woher kam Jesus? Ja, die Frage darf man sich stellen. Ich kann nur sagen, er kam von Gott und er kam zu den Menschen. Das ist genau das Thema der vor uns stehenden Advents- und Weihnachtszeit. Jesus ist Gottes Sohn, das glaube ich, davon bin ich persönlich auch überzeugt. Und deswegen braucht es auch eine Jungfrauengeburt, weil er halt nicht von Menschen gezeugt ist, sondern von Gott selbst. Eine zweite Frage kann ich mir vorstellen, warum soll man ausgerechnet auf Jesus hören? Nun, ich will ein bisschen ausholen, ich möchte sagen, dass der Mensch als ein Gegenüber Gottes geschaffen ist. So war es Gottes Plan. Doch die am Anfang der menschlichen Geschichte stehende verhängnisvolle Frage des Widersachers Gottes, sollte Gott etwa gesagt haben? Und das damit verbundene Sprechen, wenn ihr das tut, und dabei meint er natürlich das zu tun, was Gott den Menschen verboten hatte, werdet ihr sein wie Gott, indem ihr Gutes und Böses unterscheiden könnt. Ja, das trieb den Menschen, und zwar jeden Menschen, weg von Gott. Und was war das Ziel von Jesus, als er gekommen ist? Er wollte diese Trennung zwischen den Menschen und Gott wieder aufheben. Er wollte, dass wir Menschen das tun, wozu auch dieser heutige Feiertag da ist, nämlich Buß- und Bettag, so heißt er. Buße heißt nichts anderes als einen falschen Weg vielleicht bekennen, eine falsche Tat bekennen, umzukehren und Gebet, einfach den Kontakt mit Gott wiederherzustellen, ein Gespräch mit Gott zu suchen. Das wollte Jesus, nahe tritt er auch ein für die Wahrheit und er bleibt es auch im Angesicht des nahen Todes, der ja Stunden später über ihm kommen sollte. Jesus selber hat auch gesagt, dass das Wort, also die Bibel, das Neue und das Alte Testament Wahrheit ist. Das Neue Testament gab es ja damals noch nicht, es wurde dann später zusammengestellt, aber wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann wird er das auch gewusst haben, was dann mal später zusammenkommt. Wenn wir in unserem heutigen Lexikon suchen und lesen, was denn Wahrheit ist, dann finden wir als eine Antwort, dass sich kein Wahrheitskriterium mit dem universellen Anspruch auf Allgemeingültigkeit formulieren lässt. Ja, und wenn ich das lese und so auf der Zunge zergehen lasse, dann scheinen mir natürlich die Aussagen, die Jesu hier gibt, sehr, sehr provokant. Nun, für mich geht es aber hier um die Frage, ob man Gott im Lesen seines Wortes der Bibel begegnen kann oder nicht. Wäre es mehrfach umgeschrieben, wie damals behauptet ist, so ist jede oder jegliche Skepsis verständlich. Tischendurch jedenfalls ist in seinem Glauben überzeugt, dass die ihm vorliegende Bibel nicht gefälscht ist, dass er doch etwas in Händen hält, was sehr nahe dem Original kommt. Ja, was passierte? Die von anderen Menschen und auch einigen Fachkollegen gesäten Zweifel
auf der einen Seite und das Ganze verbunden mit seinen hervorragenden Kenntnissen in alten Sprachen ließen in Tischendorf einen Wunsch reifen. Er wollte die Textüberlieferung der Bibel auf einen festen Grund stellen. Und denn, das ist eine recht nachvollziehbare Ansicht, je älter ein Text ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Text verfälscht ist. Und das ist das Ansinnen, weswegen er sich auf der Suche machte nach ganz alten Schriften, nach ganz alten Bibeltexten. Ja, wenn es stimmt, dass Gottes Wort wahr ist, wovon er angetan überzeugt war, dann konnte er auch damit rechnen, dass Gott ihn in seinem Eifer beistehen wird, ihn bestätigen wird und seiner Arbeit Segen verleihen wird. Das ist eine Annahme und wir wollen einfach mal sehen heute Abend, ob Tischendorf diesen Segen auch erfahren konnte in seinem Leben. Ja, um das zu erfahren, musste er losgehen und das tat er auch. Eigentlich recht sofort, im wahrsten Sinne des Wortes, begann er mit seiner Arbeit im Ringen um die Wahrheit. Er besuchte Bibliotheken im Süddeutschland, in der Schweiz, St. Gallen zum Beispiel, eine sehr tolle Bibliothek, auch in Straßburg. Er las, schrieb alles Mögliche ab, sehr, sehr gewissenhaft, weil Fehler durfte er sich nicht leisten, verglich die Schriften, die er so hat und konnte doch immer wieder eine große, große Übereinstimmung feststellen zu dem, was er schon in Händen hielt. Unbeirrbar ging er diesen Weg. Und bereits im Jahre 1841 brachte er sein erstes Neues Testament in griechischer Sprache heraus. Und hier wertete er bis damals erreichbaren Handschriften aus. Dieser ersten Ausgabe sollten noch 23 weitere Ausgaben folgen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wer die Bibel 24 Mal gelesen hat, ob es solche Leute gibt. Das ist schon recht selten. Er hat sie 24 Mal abgeschrieben. Sicherlich nicht komplett. Und auch nur das Neue Testament, aber eine unvergleichliche Leistung, die er in seinem Leben vollbrachte. Ja, in seiner Vorrede zur ersten Ausgabe, das nannte er das Novum Testamentum Graece, also griechische Sprache, erklärte Tischendorf seine Grundsätze als Textforscher und er erklärte die Bedeutung der ältesten Handschriften für das Neue Testament. Ja, eine Vorrede zum Buch, da stellt man sich so ganz knapp vor, über ein paar Seiten. Das war schon ein recht umfangreiches Werk, denn mit dieser Vorrede, die hat er eingereicht und das war gleichzeitig seine Habilitationsschrift. Und nach der Habilitation war er also als Privatdozent, war es ihm also vergönnt, Vorlesungen an der Uni Leipzig zu halten. Das bereits in sehr frühen Jahren. Aber die Studenten sahen ihn selten. Bereits 1840 ging er wieder auf Reisen, sein Ziel war Paris. Dort war bekannt, dass es eine berühmte alte Abschrift der Bibel gibt, der Codex Ephraemi Rescriptus, und er galt als unlesbar. Es war also den Gelehrten bisher nicht gelungen, diese alte Handschrift auszuwerten, denn es handelte sich um eine Palimpsest-Handschrift. Jetzt muss ich Ihnen mal erklären, was das heißt. In diesem konkreten Fall können wir mal ein Bild noch mit darstellen. Ja, in der Zeit des Mittelalters, diese Schrift, die wir hier sehen, die sicherlich sehr schwierig zu lesen ist, war Pergamentpapier, Papier eine extrem kostbare Sache. Und wer der Meinung war, er müsse was Wichtiges aufschreiben und seiner Nachwelt hinterlassen, der konnte es sich in der Regel nicht leisten, neues Pergament zu kaufen. Was machte man dann? Man hat eine alte Schrift genommen und dann versucht, die Schrift abzuschaben, so gut wie es irgendwie möglich ist, sodass das Pergamentblättchen wieder halbwegs weiß ist. Und so ist es auch mit diesem Codex Ephraemi passiert. Ja, der Codex selber hat wenig mit der Bibel zu tun, das ist also einer, der dort was aufgeschrieben hat, aber man hat eben festgestellt, darunter die Schrift, die hier auf dem Kopf steht, wer vielleicht so ein bisschen Griechisch kennt, der mag das erkennen, dass es verkehrt rum ist. Die hat es in sich und man hat festgestellt, das sind also Stellen aus dem Neuen Testament, die also schon uralt sein müssen. Man hat dieses Pergament auf das 5. Jahrhundert datiert.
Ja, Texte aus dem 5. Jahrhundert, das war natürlich das, was Tischendorf suchte. Und das hat ihn enorm angespornt. Und das Gewaltige ist eigentlich an seiner Arbeit, er hat es geschafft, diesen unlesbaren Text zu entziffern. Hat natürlich auch einige Techniken eingesetzt, aber es war eigentlich unmöglich. Warum wurde das möglich? Weil Tischendorf ein ausgesprochenes gutes Sehorgan hatte. Er konnte also unter bestimmten Lichteinfällen Dinge lesen, erkennen, wozu wir wahrscheinlich alle nicht in der Lage wären. Ja, heute kann man das mit Infrarot alles nachvollziehen und man hat festgestellt, Tischendorf hat es wirklich total gut abgeschrieben. Da ist also kein Fehler entdeckt worden. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Hier seht ihr mal eine Schrift, einen Teil seiner Abschrift von diesem Kodex in Griechisch geschrieben. Und was damals auch üblich war in der früheren Zeit, man hat einfach die Buchstaben hintereinander gereiht. Man konnte also nicht erkennen, wann ein Punkt ist oder wann es einen neuen Satz gibt. Man musste also schon ganz schön sich hineinknien und das hat natürlich die Arbeit noch wesentlich mehr erschwert. Aber diese Arbeit brachte ihn eine enorme Anerkennung unter den Fachleuten auf diesem Gebiet. Und nicht nur Anerkennung, er bekam auch einige finanzielle Unterstützung für weitere Projekte. Und so war es ihm möglich, diese Reise in die Wüste in Angriff zu nehmen. Er sollte 4 Jahre der Heimat fernbleiben. Und nun steht er vor dem Kloster ohne Eingang. Hier ist es zu sehen, ich habe einen blauen Pfeil gemacht, wo der Eingang des Klosters ist. Man hat nämlich den ursprünglichen Eingang im 16. Jahrhundert aus Sicherheitsgründen zugemauert und jetzt gab es da oben so eine Pforte. Wie soll man da hochkommen? Als er dort ankam, mit Schreien und Rufen passierte nichts, also haben sie ihre Flinte rausgenommen, haben erstmal ein paar Gewehrschüsse gen Himmel gesendet und dann passierte etwas. Nach einigen Minuten kam dann doch ein Korb aus dieser Holztür dort raus nach unten. Ja, und Tischendorf war schlau, er kannte die Gebräuche des Orients und er hatte sich in Suez von dem Gouverneur 2 Empfehlungsschreiben geben lassen für die Leute im Kloster. Die hat er reingelegt, der Korb wurde nach oben gezogen und nun hieß es warten, warten. Sind diese Schreiben geeignet als Türöffner ins Kloster? Das war seine große Frage. Und ich weiß nicht, wenn mir es geht, ich weiß nicht, ob ich da reinkomme, dann werden Minuten ganz schnell zu Stunden. Aber dann plötzlich ein Knarren. Es wurde ein Balken, ein Holzbalken nach unten gelassen. Und kurze Zeit darauf schwebte Tischendorf auf diesem Balken schaukelnd die 10 Meter in die Höhe, um in das älteste Kloster der Welt einzusteigen. Die Mönche begegneten den Gelehrten sehr, sehr freundlich, nahmen ihn auf und ließen ihn auch in der Bibliothek arbeiten. Dennoch merkte Tischendorf sehr bald, dass man im Kloster, wie er es geschrieben hat, in Spekulationen auf den Beutel des fremden Gastes stark sei. Ja, es wurde wenig noch dort gearbeitet in alten Schriften und der Chef der Bibliothek, ein Mann namens Kyrillus, er ist Tischendorf sehr gewogen. Er ist der einzige Mönch im Kloster, der noch Altgriechisch verstehen und lesen konnte. Aber er war noch relativ jung. Er war erst mal gerade so 1 Jahr dort im Kloster. Und über die Bestände der Bibliothek hatte er keinen Überblick. Und hat er Tischendorf die anderen Mönche gefragt. Es war eine große Unkenntnis darüber, was in der Bibliothek alles zu finden sei. Selbst ist der Mann, dachte Tischendorf, und durchsuchte die Bestände der Bibliothek. Doch er fand nicht so alte Handschriften, wie er gehofft hatte. Denn dieses Kloster ist ja, ihr lest, 548 gegründet worden. Dann fiel ihm ein Korb auf, mitten im Raum ein Abfallkorb. Und als er da hineinschaute, begann sein Herz zu puckern. Da lagen uralte Handschriften drin. Der Kyrillus, der ihn natürlich beobachtet, bekleidete, der sagte nebenbei, dass der Korb bereits 2-mal entleert und der Inhalt verbrannt worden sei. Entgeistert und fassungslos schaute Tischendorf den Mönch an. Im Papierkorb, hier lagen uralte Handschriften, die in Kürze verbrannt werden sollten. Er überflog die Pergamentplatte, ohne sie anfassen zu müssen. Und es entging ihm bei seinem Fachwissen nicht, dass sie alle in Altgriechisch beschrieben waren. Und die Anordnung und die Spalten der Schrift
und auch die Art der Schrift erinnerten ihn an die Vatikanbibel. Die bis dahin älteste Abschrift der Bibel oder Teile der Bibel ist ja im Vatikan, der Codex Vaticanus. Tischendorf wollte diesen untersuchen, er durfte aber gerade mal 6 Stunden dort reinschauen, aber das hat ihm genügt, um also ein Verständnis zu haben, wie eine Schrift aus dem 4. Jahrhundert ausschaut. Und daran hat er sich erinnert, und ohne die Blätter aus dem Papierkorb herausziehen zu müssen, erkannte er sehr schnell, dass es sich hier um Abschriften oder um Blätter aus dem 4. Jahrhundert handeln mussten. Und dass die Schriften aus dem Alten Testament waren, das konnte er also schon erkennen. Also, es handelte sich um eine Abschrift der Septuaginta, das hatten wir beim letzten Vortrag gehört, die also in Griechisch im ganzen Orient zur Zeit Jesu existierte. Tischendorf zählte 129 großformatische Pergamentblätter und er war natürlich sehr, sehr aufgeregt. Und diese Aufregung blieb dem Kyrillus nicht verborgen. Und so wurde aus dem Abfall innerhalb von Minuten oder Sekunden, kann man sagen, ein Schatz. 43 Blätter dieser Handschrift durfte der deutsche Gelehrte dann nach Leipzig mitnehmen. Die anderen blieben im Kloster, die rückte man ihm nicht raus. Und diese hat er 1846 zu Ehren des Unterstützers seiner Reise des Königs Friedrichs August II. Von Sachsen unter dem Titel Codex Frederico Augustanus veröffentlicht. Und sie werden bis heute in der Leipziger Universitätsbibliothek aufbewahrt. Ja, Tischendorf wusste, was auf diesen 86 Blättern stand, die er zurücklas. Er hatte noch schnell die Zeit genutzt, um wenigstens das erste Blatt abzuschreiben, was der Anfang des Buches Jesaja war. Und dann hat er also auch noch ein paar Blätter aus dem Propheten Jeremia abgeschrieben. Er bat darum, diese Blätter gut aufzuheben, wenn er sie schon nicht mitnehmen durfte. Und in seinem Herzen hatte er schon beschlossen, mit neuer finanzieller Hilfe, vielleicht mit russischer Hilfe, wiederzukommen, um den Rest zu holen. Aber zumindest abzuschreiben. Dafür blieb ihm jetzt keine Zeit mehr. Ja, weil dem so war, gab er den Fundort nicht preis, auch bei der Veröffentlichung der Teile, weil er wusste schon, es gibt Konkurrenten mit viel Knete, die ihm eventuell zuvorkommen könnten. Zurück in der Heimat, ja, da hielt er eine Weihnachtspredigt, dann fiel er seiner Angelika in die Arme. Diese Angelika hatte er ein Jahr vor seiner Reise nach Paris kennengelernt und die Liebe entbrannte in ihm und in ihr. Und es ist schon erstaunlich, dass diese beiden diese 4 Jahre überstanden haben, dass die Frau das mitgemacht hat, auf Konstantin diese Zeit zu warten. Das Warten hat sich gelohnt. Also nicht nur, dass aus dieser Beziehung 8 Kinder entstanden sind. Wer einmal das Vergnügen hat, eine Biografie von Tischendorf zu lesen, der wird feststellen, dass da eine ganze Menge Briefe auch aufbewahrt worden sind, Liebesbriefe, die von einer tiefen innigen Beziehung sprechen. Also ich habe solche Briefe sehr, sehr selten gelesen, mit welcher Tiefe auch sie diese Liebesbeziehung zum Ausdruck bringen. Also es muss wirklich eine gesegnete Ehe gewesen sein. Ja, und die Kinder haben natürlich dann auch gern den Reisegeschichten des Vaters gelernt, der auch einige Reisebücher dann noch geschrieben hat. Es musste auch irgendwie Geld in die Tasche kommen. 1853 begab er sich auf eine neue Reise. Er hatte die Finanzen für eine zweite Reise ins Katharinenkloster zusammen. Und dort angekommen, erfreute es ihn erst einmal, dass Kyrillus wieder da war. Ich würde hier vielleicht nochmal eine Folie einblenden. Da können Sie nochmal mitlesen, so ein paar Daten aus seinem Leben und auch aus seiner Reisetätigkeit, die ich mal kurz zusammengefasst habe. Ja, Kyrillus war noch da. Die erste Frage natürlich nach den 86 Blättern, aber der Mönch konnte sich an nichts erinnern. Keine Ahnung, weg. Er hat andere gefragt, niemand wusste was von diesen 86 Blättern. Sie waren einfach weg. Vielleicht waren sie verkauft an einen anderen Gelehrten, der dort in der Zwischenzeit aufgetaucht ist. Das war seine Befürchtung. Trotzdem, obwohl er dort eigentlich fundlos blieb, war seine Reise nicht umsonst. Er hat auch einige sehr wertvolle alte Handschriften ausgehändigt bekommen und mit in seinem Reisegepäck, die ihm dann auch wieder zu Hause eine Menge Arbeit bereiteten. Unermüdlich war Tischendorf beim Schaffen. Er war mittlerweile ein einzigartiger Handschriftenjäger geworden, Sammler, aber auch ein Detailforscher. Und er hat also sehr, sehr akribisch die Schriften auch untersucht, hat auch immer wieder
gemerkt, es wurde korrigiert, auch in den Schriften, die ihm vorlagen. Und das musste er dann alles auch entsprechend untersuchen, ausmerzen, damit es wirklich in der richtigen Form dann auch veröffentlicht werden konnte. Er hat viel studiert, alle möglichen ausländischen Schriften auch gelesen, was so veröffentlicht worden ist. Und es ist ihm nie was aufgefallen, dass irgendeiner diese 86 Blätter gefunden hätte und davon geschrieben hatte. Gab es dies also doch noch? Es ließ ihm keine Ruhe. Er verhandelte mit russischen Diplomaten und erhielt tatsächlich Ende 1858 die Zusage der Schirmherrschaft des russischen Zaren Alexander II. Dazu eine ausreichende Menge an Geld, in Rubeln natürlich, für seine dritte Orientreise. Aber Rubel waren damals eine sehr wertvolle Währungseinheit, denn die orthodoxe Kirche, und dazu zählte ja auch das Kloster, waren natürlich sehr vom Segen und ja, vom Handeln des Zaren in Russland abhängig. Hier nochmal zwei Bilder. Das eine zeigt seinen Reisepass, den er dann hatte, der ausgestellt worden ist. Und das zweite Bild, ja, Tischendorf hat sich verändert, er ist auch älter geworden. Aber ich glaube, das ist ein Bildchen, was noch ein paar Jahre älter ist. Aber das waren so die zwei einzigen, die ich so kostenfrei runterladen konnte. Diese Reise war jetzt etwas einfacher, denn mittlerweile wurde von Alexandria nach Suez eine Eisenbahnstrecke gebaut. Und so blieben von Suez nur noch 7 bis 8 Tage für die Reise. Aber er war ja ein paar Jahre älter geworden und die Reise von Kamel bereitete ihm unwahrscheinlich viel Mühe. Und der Temperaturwechsel war ungeheuer im Februar, sagte er, oder Januar, als er los war. Im Kloster angekommen, hier sehen wir es unter dem Mosesberg, Sinai-Berg oder Berg Horeb. Da übergab er den Mönchen als erstes ein Geschenk. Er hat also sowohl ein Neues Testament, auch ein Altes Testament, was er verfasst hatte, also eine von diesen 24 Ausgaben, die er in seinem Leben geschafft hat, hat er mitgenommen und hat dort dem Kloster geschenkt. Übrigens, die meisten Schriften dort im Kloster sind in der Regel Geschenke von Leuten, die unterwegs waren, von Pilgern und so weiter. Ja, Tischendorf hatte in den Tagen im Kloster wieder eine ganze Menge interessante alte Handschriften entdeckt. Aber seine Sehnsucht waren diese 86 Blätter. Und diese Sehnsucht wurde nicht erfüllt, dass er sie finden könnte. Leider wusste keiner der Mönche etwas vom Verbleib der gesuchten Bibelhandschriften. Und so entschloss er sich am 4. Februar, einem sehr denkwürdigen Tag, das Kloster zu verlassen. Er bestellte das Taxi, die Beduinen mit ihren Kamelen, dass sie am 7. Februar ankommen und ihn wieder nach Hause führen sollten. Er sagte das dem Ikonomus, der damals der Vorsteher des Klosters war. Sie spazierten nochmal gemeinsam im Garten und er lud ihn dann am späten Nachmittag zu sich ein in sein Zimmer. Ja, Abschied nehmen. Es gab auch ein Getränk dazu, alles sah so aus und als sie da so saßen und plauderten und was tranken, da holte der Ikonomus im roten Tuch eingepackt ein dickes Buch heraus und übergab das Tischendorf. Er machte das auf und dann war er sehr, sehr begeistert. Als er das Buch aufschlug, dann entdeckte er diese Schriftzeichen und das war eigentlich genau die Art und Weise, wie diese gesuchten 86 Blätter damals gestaltet worden sind. Aber es waren viel, viel mehr als die vermissten 86 Pergamentblätter. Ein paar flüchtige Blicke hinein, der Anfang und das Ende des Neuen Testamentes waren zu sehen und sein Erstaunen stieg auf das Höchste. Ein Einblick in seine Gemütsverfassung erhält man am besten, wenn man ihn reden lässt. Und ich zitiere wieder aus seinen Briefen und Berichten. Als ich allein auf meinem Zimmer war, da erst gab ich mich dem überwältigenden Eindruck dieser Erfahrung hin. Ich wusste, der Herr hatte einen unvergleichlichen Schatz, eine Urkunde von höchster Wichtigkeit für Kirche und Wissenschaft in meine Hände gelegt. Meine kühnsten Hoffnungen waren weit übertroffen. Lob und Dank brachte ich dem Herrn dar, der damit Kirche und Wissenschaft und meine eigenen, ihren Dienst stehende Forschung so herrlich beschenkt. Von einer solchen Stunde, solcher Erfahrung lässt sich keine Schilderung geben. Außer den 22 Büchern des Alten Testaments war es das ganze Neue Testament ohne die geringste Lücke, darüber noch der vollständige Brief des Barnabas und der erste Teil des Hirten des Hermas. Die von vielen vom Ende
des 2. bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts als Bestandteil des Neuen Testamentes angesehen wurden. Daher eben befinden sich die beiden Schriften der Sinai-Bibel, denn dieser Text stammt ja aus jener Zeit. Aber ich fühlte im tiefsten Herzen, was mir nicht in Ruhe gelassen hatte zu Hause, so sehr es sich auch an das menschliche Trachten und Verlangen anlehnte, das war der Ruf des Herrn. Hatte ich mir es schon immer gesagt, ich gehe im Namen des Herrn und suche nach Schätzen, die seiner Kirche Frucht tragen sollen. Jetzt wusste ich es und erschrak wahrhaftig vor der Wahrheit selber. Ja, nun galt es, diesen Schatz so rasch wie möglich zu sichern. Ein Erwerb gelang Tischendorf nicht. Aber es wurde ihm gestattet, und das war schon eine aufregende Geschichte, dass es überhaupt möglich war, dann mit Hilfe eines Beduinen, der in Rekordzeit von Kairo zum Kloster hin und zurück, ich glaube, er hat gerade mal 8 Tage gebraucht, Tischendorf hat 24 gebraucht, die Bibel holte nach Kairo, dort waren irgendwelche Oberste auch, der orthodoxen Kirche, und er durfte dann immer 8 Blätter in Empfang nehmen und mit Hilfe zweier Deutscher, die er dort getroffen hatte und die auch was drauf hatten, hat er dann diesen ganzen Kodex hinein. Naitikus, wie er heißt, abgeschrieben. Es war nicht einfach, das Ding abzuschreiben, denn es waren insgesamt 347 Blätter vorne und hinten beschrieben und insgesamt gab es 12.000 Korrekturen in dieser Schrift. Also einer mal was geändert hat, den Buchstaben weggelassen hat oder dann wieder eingefügt hat. Manchmal wurden also viele Korrekturen wieder rückgängig gemacht. Ja, ähnlich wie bei dem anderen Kodex, man kann diese Sachen heute alle mit dem Infrarotfilm leicht feststellen, doch zur Zeit Tischendorfs war es eine mühsame Arbeit und es bedurfte wieder seines großartigen Sehvermögens, dass er überhaupt diese ganzen Sachen in voller Vollständigkeit erkennen konnte. Man hat es auch später, man kann das heute für ein paar 20 Pfund oder so, den Codex Sinaiticus bestellen bei Amazon. Und man weiß auch heute, dass der Tischendorf wirklich perfekt gearbeitet hat und das super abgeschrieben hat. Ja, es gäbe noch viel zu berichten, zu beschreiben. Zum Beispiel, dass Tischendorf vom Zaren in Russland in Adelstand erhoben wurde. Deswegen Konstantin von Tischendorf. Eine Seltenheit für einen Ausländer. Also das ist ganz wenigen passiert in Russland, die das bekamen. Und das war eine hohe Anerkennung seiner Arbeit. Aber so ein Titel hat auch viele Neider auf den Plan gerufen und er hatte mächtig zu kämpfen, auch in den letzten Jahren mit solchen Menschen. Ja, der heute weltberühmte Codex Sinaiticus wird etwa auf das Jahr 350 nach Christus datiert. Das heißt, wir sind also etwa 250 bis 300 Jahre dran an der Zeit, als das Neue Testament überhaupt geschrieben worden ist. Es enthält, wie ich schon sagte, das gesamte Neue Testament. Es enthält viele Teile des Alten Testaments. Ja, und der größte Teil der Bibelhandschrift befindet sich heute in der British Library in England. Weitere Teile werden in der Universitätsbibliothek Leipzig und in St. Petersburg aufbewahrt. Ursprünglich war mal das größte Teil natürlich als Geschenk an den Zaren gegangen nach Russland, aber Stalin hat es, glaube ich, 1933 für ein paar lumpische Rubel nach England verscherbelt. Man kann das eigentlich nie sehen. Es wird nur wenigen Gelehrten gezeigt, dieses Original. Und weil dem so ist, können wir uns also nur mit einem Bildchen helfen, was wir hier sehen. Diese 347 Blätter in diesem Kodex gebunden. Ja, die eingangsgestellte Frage, ob Gott Tischendorfs Arbeit segnen würde, hat er selber beantwortet. Ein dickes Ja. Und ich kann es auch nur unterstreichen. Wir haben also wirklich dank seiner akribischen Arbeit heute Dokumente, die sehr, sehr nah an der Urschrift dran sind und die beweisen, dass die Bibel wirklich fast wortgetreu übermittelt worden ist. Es gibt hier und da immer ein paar Differenzen. Man kann da auch im Internet was nachlesen, wie das ist. Aber über 99% der Dinge, der Sätze, wurden also wirklich exakt übermittelt von damals bis heute. Ein Engländer, Philip Wesley Comfort, der schreibt 2001 zu den Forschungsergebnissen Tischendorfs, aber auch von anderen, egal welche Differenzen im Wortlauf in diesen früheren Handschriften existierten, wie gesagt, ein paar gab es, die frühen Christen, die diese Handschriften besaßen, lasen dieselbe grundlegende Botschaft über den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für die Vergebung der Sünden starb.
und auferstand, um allen Leben zu geben, die an ihn glauben. Diese Aussage war unverrückt. Ja, Tischendorfs Funde und Bearbeitung belegen, dass die Bibel einzigartig überliefert ist. Und das können auch Skeptiker, die sich über den aktuellen Stand der Forschung informieren, nicht bestreiten. Tischendorf selbst schreibt in seinem Testament: Gott hat mir ein glückliches, von seinem Segen reich geschmücktes Leben geschenkt. Mühe und Arbeit ist gewesen, aber sie war mir in Wahrheit köstlich. Lege Gott sein Segen auch auf das, was ich der Nachwelt hinterlasse. Es ist sein Werk. Ja, abschließen möchte ich mit einem Zitat aus der Biografie von Tischendorf, die Alexander Schick, der auf der Insel Sylt zu Hause ist, schrieb und die mich auch sehr begeistert hat. Er schreibt: Doch das Wissen um die hervorragende Überlieferung der Bibel allein genügt nicht. Denn die Bibel ist mehr als ein faszinierendes antikes Buch. Sie ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und in diesem einzigartigen Buch spricht Gott selbst zu uns. Eine alte Bibel zu Hause, selbst wenn es eine der ältesten Bibelhandschriften aus der Antike wäre, wie Tischendorf sie entdeckt hatte, bringt uns nicht näher zu Gott. Die ewige Errettung, die bekommen wir nur geschenkt, wenn wir Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unser ganzes Herz und Leben schenken. Dann dürfen wir erleben, wie Gott unser Leben durch sein Wort verändert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen gesegneten Abend.